Also Diabetes ist erstmal eine Stoffwechselstörung. Ich möchte das Wort Krankheit bei Typ-2-Diabetes überhaupt gar nicht mehr verwenden. Weil bei einer Krankheit entsteht ja immer der Eindruck, das ist irgendwas Schlimmes, was man nur mit Medikamenten, also pharmakologisch bekämpfen kann. Und da arbeiten wir ja dann immer auch nur an den Symptomen, aber die eigentliche Krankheit verschwindet niemals. Das ist immer so das, was der Krankheit anhaftet. Deswegen sagen ja so viele Krebs oder Autoimmunerkrankungen, die sind nicht heilbar. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Stoffwechselstörungen im Körper, weil alles basiert auf Stoffwechsel. Wir machen irgendwas oben rein und unten kommt irgendwas raus. Und zwischendrin entsteht ein permanentes Karussell an Stoffwechselaktionen, wo Enzyme zum Tragen kommen, Mikronährstoffe, Antioxidantien, alles wirkt irgendwie. Und am Ende macht es uns irgendwie lebendig. Es erfüllt uns mit Kraft und Leben und verschont uns unter Umständen von Krankheit, ja, von der Krankheit, die kommt. Und wenn jetzt dieses Stoffwechselkarussell aus den Fugen gerät, ja, dann sprechen wir von einer Stoffwechselstörung oder meinetwegen auch von einer Stoffwechselkrankheit. Und Diabetes gehört zu diesen klassischen metabolischen Erkrankungen, wie man heute eben in der Fachwelt sagt, wo einfach der Stoffwechsel aus den Fugen geraten ist. Bei dem Diabetes Typ 1, auf den gehen wir im Kongress natürlich auch ein, reden wir von einem Autoimmunprozess, bei dem die Langerhanschen Inselzellen durch sogenannte Antikörper angegriffen werden, die eigentlich was anderes wollen. Die wollen eigentlich irgendwas bekämpfen und verwirren, sind verwirrt und verirrt und attackieren das Gewebe die sogenannten Beta-Zellen und dann produziere ich immer weniger Insulin und irgendwann ist kein Insulin mehr da und dann wäre ich vor 1921 gestorben. Aber ist ein ganz anderes Thema. Zivilisatorisch, ja, bin ich bei dem Diabetes Typ 2 bei einer verhinderbaren, vermeidbaren und auch reversiblen Störung des Stoffwechselsystems und ausgelöst wird das mannigfaltig. Wir werden im Kongress ganz viel darüber sprechen. Hauptauslöser ist natürlich Zucker und jetzt spreche ich wirklich vom weißen Zucker, den wir uns in Massen zuführen. Da habe ich die Saccharose und die besteht zu 50% grob aus Fructose und Glucose und diese beiden Bausteine gehören so gar nicht zusammen. Die treten in der Natur zwar immer wieder auf, aber niemals in dem schönen Verhältnis. Und die Fructose sorgt natürlich dafür, die geht über einen ganz anderen Stoffwechselweg, geht schon oben direkt an der Pfortader ins Blut und sorgt dafür, dass bestimmte Stoffwechselvorgänge gar nicht stattfinden. Dann wird sofort der metabolische Prozess umgewandelt. Es entstehen ganz andere Prozesse als bei der Glucose, die wir lebensnotwendig brauchen. Und deswegen entsteht so oft durch Fructose auch eine Fettleber. Also der Zucker ist definitiv einer der Gründe. Und alle Formen des Zuckers natürlich auch. Wenn ich dann immer zu meinen Kindern sage, so, das ist ein Brötchen und lege das auf den Tisch und stelle eine Schale daneben und mache dann 4 Esslöffel Zucker rein, sage ich, so viel Zucker ist da drin, gucken mich meine Kinder an wie ein Auto. Das schmeckt doch gar nicht süß, sagt dann mein Sohn immer. Da sage ich ja ganz einfach, das liegt daran, dass die Stärke, je mehr Glukoseelemente aneinander gekettet sind, desto weniger süß schmeckt das Nahrungsmittel. Deswegen schmeckt ein Pumpernickel vermeintlich fad und gar nicht unbedingt süß. Das heißt aber nicht, dass da kein Zucker drin ist.